Diese Geschichtsanekdote um den Kriegermönch Benkei, dem treuen Gefolgsmann von Minamoto no Yoshitsune, enthält einen kleinen Spoiler für One Piece bis und mit der Marineford Arc. Also, wenn ihr wegklicken wollt, dann ist jetzt die Zeit. Keine Sorge, für alle, die trotzdem schauen wollen, habe ich eine kleine Warnung vorher drin. Für den Rest, Benkei war ein Gefolgsmann von einem der legendärsten Samurai und später Ronin der japanischen Geschichte, Minamoto no Yoshitsune. Diejenigen, die das alte Video von mir kennen, dieser Yoshitsune entstammt der gleichen Familie wie Minamoto no Tametomo, dem ersten Samurai, der Seppuku beging und der Sage nach ein Schiff mit seinem Pfeil versenkt haben soll. Yoshitsunes Leben ist eine eigene Geschichte und dazu eine verdammt packende. Aber für dieses Video halten wir uns kurz, nur für das Vorwissen. Er und sein Gefolgsmann Benkei, um den es hier geht, wurden vom amtierenden Shogun und Yoshitsunes Bruder gejagt. Die Männer von Yoshitsune verfolgten die beiden sehr lange und sollen schließlich Benkei und Yoshitsune eingekesselt haben. Um seinem Herrn genug Zeit zu verschaffen, um Seppuku, also rituellen Selbstmord in der Burg, zu begehen, soll Benkei 300 gegnerische Soldaten erledigt haben, während er am Eingang stand. Wir können natürlich stark davon ausgehen, dass die Zahl sehr übertrieben ist. Doch allein die Tatsache, dass so eine hohe Zahl überliefert ist, deutet darauf hin, dass es verdammt viele Leute waren, die er mitgenommen hat. Es heißt sogar, dass die gegnerischen Soldaten sich irgendwann nicht mehr in den Nahkampf mit diesem monströsen Mann gewagt haben. Und auch wenn das die unehrenhafte Art und Weise war, begannen sie ihn nur noch aus der Distanz mit Pfeilen anzugreifen. Als Benkei sich nicht mehr bewegte und nur noch da stand, näherten sich die ersten gegnerischen Soldaten, bis Benkeis Körper umfiel. Was war passiert? Die Soldaten realisierten, dass Benkei bereits gestorben war, vorhin, im Stehen. Hier kommen wir zum One Piece Spoiler. Dieser Tod dürfte bei One Piece Fans die Erinnerung an den Tod von Whitebeard hervorrufen. Natürlich ist es möglich, dass Whitebeards Tod und der stehende Tod von Benkei nur ein Zufall sind. Aber in Anbetracht dessen, dass Benkeis stehender Tod zu den bekanntesten Geschichten Japans gehört und Oda ein offensichtlicher Geschichtsnerd ist, scheint ein reiner Zufall doch sehr unwahrscheinlich. Jetzt würde man meinen, ja gut, aber es handelt sich dabei ja nur um eine Legende, nichts weiter als ein Mythos. Die Antwort könnte aber überraschen. Denn die Antwort darauf, ob es ein Mythos war, ist vielleicht, wahrscheinlich, womöglich, aber nicht unbedingt. Denn Wissenschaftlern zufolge ist sein Tod im Stehen durchaus unwahrscheinlich, aber naja, wie gesagt, nicht unmöglich. Denn für diese Anekdote gibt es einige Umstände, die es möglich machen, dass das Ganze seinen Ursprung in realen Ereignissen hat. Der erste Punkt wäre die Totenstarre. Natürlich tritt diese nicht sofort nach dem Ableben in Kraft. Aber allgemein gesprochen führen chemische Prozesse zur Erstarrung des Körpers über mehrere Stunden nach dem Tod, während der Körper immer, naja, wie gesagt, starrer und starrer wird. Und nochmal, natürlich tritt diese Totenstarre nicht instant nach dem Tod auf. Was aber in diesem speziellen Fall beachtet werden muss, wenn eine Person während oder direkt nach exzessiver körperlicher Belastung stirbt, während der Stoffwechsel sowieso stark angeregt ist, verkürzt sich das Eintreten einer Leichenstarre massiv. Und ich würde jetzt mal salopp behaupten, Horden von Samurai und Soldaten zu bekämpfen, die dich angreifen und dich kalt machen wollen, während du Welle um Welle zurückschlägst, um dann zu einer Dartscheibe für gegnerische Pfeile zu werden, kann man das durchaus als extreme Belastung einstufen. Aber selbst so, das Ganze geht etwas zu schnell, nicht wahr? Ja, aber auch nein. Denn ein weiterer Aspekt kommt ebenfalls dazu. Benkei war über und über mit Wunden übersät und hatte viele Pfeile, die sich tief in seinen Körper gebohrt hatten. Wir sprechen hier nicht von ein, zwei Schnittchen und einem Splitter im Finger, sondern eben unzähligen Mengen an Wunden und Pfeilen, die im eigenen Körper feststecken. Und solche Wunden, inklusive unzähliger Pfeile, die im Körper stecken, führen ebenfalls extrem zur Erstarrung von Muskeln. Genauso wie die Tatsache, dass wenn die Pfeile nur günstig genug reinfliegen, die Pfeilschäfte ebenfalls stabilisierende Wirkung haben können. Darüber hinaus war Benkei als jahrelanger und legendärer Krieger, der auf einer Verteidigungsstellung verstarb, auch ein Mann mit extremem Körpergefühl. Und wie jeder Kampfsportler euch bestätigen kann, ist eine solide und feste Haltung im Kampf essentiell wichtig. Und ein Kerl, der so geschickt war im Kampf, dass er Horden um Horden abwehrt im Nahkampf, während er stehen
stehen bleibt, um einen Eingang zu bewachen, ist wahrscheinlich jemand, der, naja, einen stabilen Stand hatte. Dazu kommt hinzu, dass ihm eine gewaltige Körpergröße nachgesagt wird und ein extrem muskulöser Körper, zusammen mit seiner Rüstung. Sprich, sehr viel Gewicht, das zusätzlich den Halt verstärken kann, wenn man weiß, wie man dieses ganze Gewicht verlagern soll. Nichts davon ist ein Beweis dafür, dass es wirklich passiert ist. Aber all diese Indizien im Zusammenspiel machen es durchaus möglich, dass das letzten Endes vielleicht mehr ist als nur eine Legende. Oder dass zumindest irgendwo ein wahrer Kern im Ganzen liegt. Wie sehr der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte auch stimmen mag. Für Oda diente sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als Rieseninspiration und unabhängig davon, wie das Ganze im Detail wirklich verlaufen ist, ist eines sicher. Die Tatsache, dass Benkeis Loyalität zu Yoshitsune und ihre gemeinsamen Reisen bis heute tief in Japan verwurzelt sind, deutet darauf hin, dass, was auch immer an dem Tag geschah, Benkeis Loyalität zu Yoshitsune weit über seinen Tod hinausreichte.